Ja, hallo liebe Menschen, Mahlzeit. So, im Hintergrund seht ihr das Schloss Oranienburg. Wir befinden uns in Oranienburg am Schlossplatz, wo am 14.09. ein großes Autokorso starten wird mit Aufklärungsarbeit. Ich zeige euch mal vorne, damit doch jeder weiß. Hier, dort, dort hinten sind die Parkplätze. Dort werden wir uns treffen, wenn der kleine Parkplatz nicht ausreicht. Werden wir dort aufgehen. Das Team Oranienburg mit den Conny und Malte und mit dem ganzen Team werden euch hier begrüßen. Und dann werden wir mal fahren. Jeder, der von sich behauptet, er ist der wahre Widerstand, er möchte was erreichen, er ist ernsthaft und wahrhaftig und so richtig doll die aufgeklärten Menschen, die es ja hier in unserem Land geben soll, die möchte ich bitten, hier alle herzukommen. Am 14.09. um 9 Uhr ist Treffpunkt, um 10 Uhr ist Abfahrt. Dann werden wir hier losfahren und Richtung Berlin fahren, den Endkundgebungsort werden wir noch nicht benennen. Und wenn hier noch Menschen sind, die gecheckt haben, die gerafft haben, na bitte, dann macht euch auf, setzt euch in eure Autos und kommt hierher. Am 14.09. um 9 Uhr sammeln und um 10 Uhr losfahren. Und dann lasst euch überraschen, wo wir überall halten, wo wir die Zwischenkundgebung machen und wo wir versuchen, das, was hier gerade passiert, den Menschen kundzutun. Weil wenn wir das nicht schaffen irgendwann, dann ist es ein Widerstand, in Anführungsstrichen, der irgendwann zerschlagen wird. Komplett zerschlagen wird, weil die Menschen nicht mehr zuhören wollen und alle mitmachen, was hier in unserem Land passiert. Vielen Dank dafür. Also, 14.09.2024, Schlossplatz Oranienburg auf den Parkplätzen. Um 9 Uhr sammeln, um 10 Uhr geht's los. Ich würde mich freuen, hier viele begrüßen zu können, zu dürfen, die mit uns mitfahren, die ein bisschen Bambule machen und Aufklärungsarbeit leisten, was hier passieren wird. Denkt daran, die Agenda 2030 ist nicht mehr weit weg.